Hat sich Sophia Thomalla etwa einen Fauxpas geleistet? Bei der zweiten Folge von Splash das Promi-Pool-Quiz sorgte die Moderatorin mit einem Satz für Aufsehen. Die Show verlangt von den Kandidaten, Fragen richtig zu beantworten, um nicht von einem riesigen Ball in den Pool geworfen zu werden. Bei der letzten Frage des Abends an Pem Penko ging es um den erfolgreichsten deutschen Olympioniken. Als Sofias Partner Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen teilnahm, konnte sie ihre Begeisterung nicht zügeln und rief begeistert: Mein Göttergatte hat auch eine gewonnen. Im Tennis. In Tokio. Schnell kamen Gerüchte auf, dass sie und Alexander heimlich geheiratet haben könnten, ein Schritt, der zu ihr passen würde, da ihre Hochzeit mit Andy Laplegua 2016 ebenfalls geheim ablief. Doch die Aufregung legte sich rasch, als Sofias Management klärte, dass Göttergatte lediglich ein Kosenamen war. Trotz ihrer eigenen Projekte ist Sophia eine große Unterstützung für Alexander. Ich bin bei vielen Tennisturnieren dabei, aber nicht bei jedem. Außerdem dürfen Olympioniken ihre Begleitung nicht ins olympische Dorf mitbringen. Sophia lachte darüber und sagte: Ich habe gehört, es gibt keine Klimaanlage und nur Toiletten für drei. Also habe ich gesagt: Nö, Schatz, das kannst du alleine machen. Schau dir das Video an und erfahre mehr über diesen unerwarteten Auftritt von Sophia Thomalla.